Hi, ich bin Sarah und es ist anscheinend Zeit für eine neue Folge Blabla Journal gestalten. Ich habe mich diesmal entschieden für eine Seite, mit der ich schon lange geliebäugelt habe, aber ich habe wirklich lange überlegt, was ich da reinmache und was ich damit verbinde. Also, ich habe mir die Pixel-Me-Seite ausgesucht. Was die Intention dieser Seite ist, ist klar. Wir sollen eine Zeichnung im Pixel-Stil machen. Also man soll ja nichts in diesem Buch, alles frei wählbar. Aber ich habe hier ein schönes Karo-Muster und ich habe die Anleitung Pixel Me, also ein verpixeltes Bild. Ich habe mich halt gefragt, ja, ne klar, irgendwie so ein Bild, ein Figürchen, irgendwas, was auch immer man malen möchte. Man kann ja alles so ein bisschen irgendwie als Pixel darstellen. Ich finde das sehr schwierig. Ich würde im Normalfall, würde ich jetzt irgendwas malen, ich würde es mir tatsächlich eher... Wahrscheinlich gibt es eine App, wo du Sachen verpixeln kannst. Oder ich würde, weil ich sonst, glaube ich, tatsächlich Probleme hätte, mir das vorzustellen. Oder ich hätte gedudelt. Werde ich vielleicht auch teilweise machen. Aber ich habe auf diese Seite geguckt, auf diese Schrift. Und alles, was mir da die ganze Zeit ins Hirn geschossen ist, ist Pokémon. Pokémon, Gelb, Rot und Blau. Erste Generation auf dem Gameboy. Ich habe das gespielt als Kind. Ja doch, noch, das geht noch als Kind durch. Ich habe es geliebt und ich habe einfach die ganzen Bilder im Kopf von diesem Spiel, ne, mit dieser 2D-Ansicht, wo dieses Männchen lang geht. Und ja, ich habe mir ein süßes Bild rausgesucht von Pikachu. Ich habe die Pixel gezählt auf dem Bild. Ich habe sie gezählt. Sie passen nicht. Also es würde gerade so reinpassen, das Bild von den Pixeln, wenn ich das genau ungefähr so übernehmen möchte, dann müsste ich über den Mittelteil gehen. Und das ist schwierig. Das sieht dann, glaube ich, komisch aus. Das möchte ich nicht. Ich möchte das Bild hierhin machen. Dafür habe ich aber zu wenig Pixel. Also zu grobe Pixel. Zu große Pixel. Was mache ich also? Ja. Ich werde hingehen. Ich habe hier einen Bleistift, das sind ja eh so leicht ausgegraute Linien. Ich habe hier so einen effenden HB-Bleistift. Den habe ich besonders spitz angespitzt. Und ich werde jetzt hingehen und mir zusätzliche Pixel malen. Legen wir los. Meine Augen denken sich gerade, warum? Warum tust du das? Das tut doch in den Augen weh. Also, ja, ich habe nachhaltig, glaube ich, ein wenig Sehstärke eingebüßt. Aber ich habe ein kleines Pixelfeld. Ist jetzt natürlich nicht perfekt, das war jetzt sehr klein. Ich habe immer ungefähr hoffentlich die Hälfte erwischt von dem Kästchen. Aber auf diesem Feld kann ich, glaube ich, jetzt sehr gut mein Pikachu einfügen. Dafür nehme ich meine Polychromos. Ich glaube, die eignen sich dafür am besten. Ich habe auf jeden Fall genug Farben zur Verfügung. Also, die werden ja... Hallo? Ach so. Das ist eine Dose, die vorne zu öffnen ist. Die andere, ich mache gerade immer die Inktense-Stifte auf. Die kann man ganz abnehmen. Thank you.
war eine schnelle Nummer, muss ich sagen. Also ich habe an anderen Seiten natürlich, obwohl hat, also mit den winzigen Punkten hat schon mal ein bisschen Zeit beansprucht. Aber allgemein kann man sagen, ja, ist natürlich eine dezent gehaltene Seite, aber ich mag sie irgendwie. Und ich wollte jetzt auch gar nicht groß weitermachen, weil ich mag das so. Ich finde, ich mag dieses Pikachu total gerne, weil das wirklich mit diesen Pixeln, ach, ich habe diesen Vibe früher vom Gameboy-Spielen. Ich höre schon dieses Geräusch, wenn ihr das noch kennt. Und irgendwie, ja, man erwartet irgendwie, der bewegt sich jetzt gleich so in diesem typischen Daumenkino-Style, so zwei verschiedene Bilder, die sich immer abwechseln. Und habe einfach hier den dicken Rand gemacht, damit das so ein bisschen, ja, wirkt wie beim Gameboy, das Sichtfenster. Und den Hintergrund habe ich jetzt wirklich nur, nennen wir es mal, zwei Alibi-Wolken und eine Sonne, damit diese Leichtigkeit bleibt. Aber mein Fokus liegt echt hier auf dem Pikachu. Ich finde auch, ich habe bewusst jetzt wirklich nur die Kästchen angescrabbelt. Ich habe die nicht richtig ausgemalt, weil ich fand, das hat noch dieses Verwaschene. Also ich bin ja halt wirklich beim Gameboy gedanklich. Und ich mag's, mir gefällt's. Ich finde, es muss nicht jede Seite bis zur Unkenntlichkeit mit Gouache und allem überschüttet werden und vollgemalt werden. Solche Seiten finde ich wirklich mal entspannt und mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch was für euch und bis zum nächsten Mal.